Okay, jetzt geht's weiter nach Schweden, also auch schön. Auch das finde ich ganz schön an dem Spiel, so diese Landschaft, dass die sich auf so Details, auch hier in Wales, da hatten die Leute halt diese Regenjacken und alles an, dass sie auf sowas dann auch achten. Aber ich würde sagen, das reicht uns in dem Sinn auch mal. Wie gesagt, wenn wir... Ach guck mal, im Schnee? Ach ja, da bewegst du uns eine Etappe, könnten wir doch mal... Über Kuppe 40. Rechts halten, über Kuppe vielleicht Sprung. Vorsicht, 60, Kuppe Sprung. Sofort links 4, lange Welle. 40. Links 5, über 80, über Kuppe. Welle, Kuppe. 60, kleine Kuppe und rechts 3, Kuppe. Links 6, rechts 3, Kuppe. Links 4, über Kuppe. Rechts 5, über kleine Kuppe. 100 über kleine Kuppe Welle. Rechts 6, links 3, halb lang. 40. Achtung Kuppe, vielleicht Sprung. Links 4 über Kuppe macht auf und Kuppe. Rechts 5, halb lang. Links 6 über Kuppe 60. Vorsicht, bergab 90 Grad links, nicht schneiden. Lang, Kuppe. Rechts 3 lang, 60. Also sorry, welcher Idiot stellt sich denn bitte schon als Zuschauer in eine 90-Grad-Kurve, wo man eigentlich mit rechnen kann, dass das Auto, ich habe gerade die Handbremse gezogen, aber trotzdem wahrscheinlich noch tiefer reinrutschen wird. Links 5 über Kuppe halb lang, mach zu bis 2, Kuppe 40. Achtung, links 5. Rechts 6 über Kuppe vielleicht Sprung. Links 6, 100. Links 4 lang über Kuppe, macht auf und macht zu. Rechts 3 macht auf, lang 130. Lang Kuppe und rechts 4 über Kuppe. Links 3 macht zu bis 2 lang. Rechts 3. Rechts 3 halb lang 40. Links 2 hinten halb. Rechts 4. Links 4 macht auf über Kuppe 80. Achtung, links 5 über Kuppe Sprung. Verläuft über Kuppe 100. Rechts 2 lang. Links 2 hinten halb. Rechts 3 macht auf lang. 60 über kleine Kuppe, links 4, 60. Rechts 6 lang, macht zu bis 3 über Welle. 40. Links 2 durch Senke, nicht schneiden. Rechts 4. Links 4 über Kreuzung, 40. Rechts 6 über Kuppe und links halten über lange Kuppe. Kuppe und rechts 4 über Kuppe Welle. Links 5 und kleine Kuppe 100. Links 6 Kuppe vielleicht Sprung 80 Welle. Rechts 6. Vorsicht links 6 über kleine Kuppe Sprung 100 über 2 Kuppe. Links 3 lang, macht auf über Kreuzung 50. Rechts 4 lang, Kuppe 40. Links 3 eng, nicht schneiden. 60, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 3 durch Senke, Kuppe. Links 5 halb lang.
Vorsicht, rechts 2 über Welle. Kleine Gruppe, Welle 40. Achtung, links 2. 60. Rechts 5 über Kreuzung 40. Vorsicht, links 3 über kleine Gruppe. Macht auf, über Kreuzung. Macht zu, über Gruppe 60. Rechts 4, innehalten 40. Über lange Gruppe, rechts 4, halt lang. Links 4, halt lang. 60, durchsenke. Links 5, halb lang, über Kuppe. Rechts 5, 40. Rechts 6, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, über Welle. Rechts 5. 60, links 5. Rechts 3, eng. Links 5, 40. Rechts 5, lang, über Kuppe. Mach zu bis 3, 60. Rechts 5 über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 5 lang durch Welle senke. 40 über Kreuzung. Rechts 3, 40 durch senke. Bis Ziel. Geil. So. Jetzt aber. Leute, das ist so dermaßen so, eine fahren wir noch, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Also, das zieht schon, ist schon ein schönes Spiel. So, aber jetzt wirklich Cut, ja. Kurzes, ich habe eigentlich die ganze Zeit schon gesagt, was ich alles gut und was schlecht finde, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ist einfach im Moment die Top-Referenz, würde ich sagen, für den für Rallye-Autosport, bei der eben bei den Computerspielen. Kann man auch nicht viel falsch machen, würde ich sagen, wenn man so Spiele mag. Optisch ist es ein Leckerbissen, von der Atmosphäre kommt es toll rüber, die Streckenführung ist richtig geil gemacht, es ist extrem anspruchsvoll, man hat die ganze Zeit den Eindruck, man steuert irgendwie einen Irren auf Rollschuhen mit Schmierseife beschmiert über ein abschüssiges Parkett. Also es ist echt Adrenalinkick und das ist schon gut. Ja, so soll das auch sein, so soll das ja auch rüberkommen, es soll einen ja fesseln, man soll bei so einem Spiel, soll man ja davor hocken, die ganze Zeit nur denken, sich durch die Kurve da arbeiten und schon fett, ja. Ihr habt es ja jetzt gesehen, wir haben uns ja jetzt Griechenland, Wales und Schweden zumindest mal kurz angeschaut. Irgendwann kaufe ich mir das Spiel natürlich auch, das hat in der Hinsicht hat das offene Steam-Wochenende auch marketingtechnisch bei mir gut funktioniert. Ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel. Es hat mir Spaß gemacht und das, obwohl ich normalerweise echt nicht so der Anhänger dieses Genres bin. Dementsprechend kann ich mit gutem Gewissen sagen, wir sehen uns hier wieder in dem Spiel. Dann treiben wir das mal voran, dann holen wir uns auch noch ein anderes Auto. Ich mag dieses Auto, das ich da gefahren habe, aber es neigte wirklich dazu auszubrechen und sich aufzuschaukeln in den Kurven. Ich kenne das noch von meinem alten Audi 80, der hatte das auch irgendwie, dass wenn man da, gut, darauf gehe ich jetzt lieber nicht ein, wer weiß ja nicht, wer das Video guckt. Also der hatte das auch, dass das Auto sich so aufgeschaukelt hat. Und dann ist das der ein oder andere heikle Moment dadurch entstehen kann. Egal. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.